Herzlich willkommen zum Kurs Examensrelevante Rechtsprechung 2016-2017. Mein Name ist Michael Börskens und ich lehre das Modul Zivilrecht 1 im Universitätsrepetitorium der Universität Bonn. Ich habe für Sie heute 6 wichtige Entscheidungen aus den vergangenen Jahren mitgebracht, die eine hohe Examensrelevanz haben. Wir werden uns der Reihe nach mit diesen Entscheidungen vom Sachverhalt und den tragenden Entscheidungsgründen beschäftigen. Dennoch rate ich Ihnen, die Urteile jeweils nachzulesen. Beginnen wir mit der Frage, was muss man eigentlich zu eBay wissen? Selbstverständlich kennen Sie alle die grundlegende Entscheidung aus dem Jahr 2004, in welcher der BGH festgestellt hat, dass die Bereitstellung bei eBay keine Auktion im Sinne von 156 BGB ist, sondern bekanntlich ein normaler Vertragsschluss durch Antrag im Sinne von 145 und Annahme im Sinne von 147. Der BGH hat dabei entschieden, dass das Bereitstellen des Produktes ein Antrag mit Annahmefrist ist und die Abgabe des Gebots jeweils eine auflösend bzw. aufschiebend bedingte Annahme. In einer weiteren Entscheidung aus dem Jahr 2011 hat der BGH entschieden, dass die AGB von eBay im Sinne von 133, 157 bei der Auslegung der Erklärung von Verkäufer und Käufer herangezogen werden können. Der Grund dafür ist, dass 157 BGB auf die Verkehrssitte abstellt. Und zur Verkehrssitte gehören insbesondere die Umstände des Vertragsschlusses. Wer also auf einer Plattform, auf der bestimmte Geflogenheiten üblich sind, einen Vertrag schließt, unterwirft sich auch diesen AGB. So weit, so gut. Kommen wir nun zu unseren aktuellen Entscheidungen. Der V hatte bei eBay seinen alten, gebrauchten PKW zu einem Mindestpreis von 1 Euro bereitgestellt. Der K bot daraufhin 500 Euro. Daraufhin schaffte es der V unter Verwendung eines falschen Benutzerkontos seinerseits ein Angebot abzugeben, was höher lag als das Gebot des K. K erhöhte daraufhin seinerseits das Gebot auf 1000 Euro, woraufhin V wiederum ein höheres Gegenangebot abgab. Dieses Spielchen wiederholte sich eine Weile, bis schließlich am Ende der V das höchste Gebot mit 17.000 abgegeben hatte und das Gegenangebot des K wegen des Ablaufes der Versteigerungsfrist nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Nun klagte K gegen V auf Übergabe und Übereignung des PKW bzw. auf Schadensersatz. Er verwies dazu auf die eBay-AGB, die es explizit verbieten, unter Verwendung mehrerer Konten oder zusammen mit anderen Nutzern den Preis zu manipulieren. Der BGH unterschied hier ganz sauber nach den Regeln der Rechtsgeschäftslehre. Er stellte fest, dass der V in der Tat einen aufschiebend bedingten Antrag ad incertas personas abgegeben hatte. Solange der Mindestpreis nicht erreicht war, sollte kein Vertrag zustande kommen, danach aber mit dem jeweils Höchstbietenden. Er selber konnte dieses Angebot aber gar nicht annehmen, denn man kann eigene Vertragsangebote bekanntlich nicht annehmen. Das ist der Gedanke der Konfusion. Damit sind alle Gebote, die V selbst abgegeben hat, schlicht unwirksam. Wie sieht es nun bei K aus? K hat in der Tat zunächst ein Gebot über 1,50 Euro abgegeben, weil schon jemand anderes ein Gebot über 1 Euro abgegeben hatte. Mit diesem Gebot hat er den Antrag des V angenommen und es ist ein Kaufvertrag zustande gekommen. Da alle anderen Gebote, die der V danach abgegeben hat, unwirksam waren, blieb es auch bei diesen 1,50 Euro. Was ist nun mit den weiteren Geboten? Nun, diese sind nach 133, 157 auszulegen und die eBay-Plattform-AGB sagen, dass es sich an dem letzten wirksamen Angebot orientiert. Das war das Angebot eines Dritten in Höhe von 1 Euro. Da höher musste er nicht gehen. Das heißt, obwohl er eigentlich 17.000 bieten wollte, ist nicht der Betrag von 17.000 maßgeblich, sondern nur das Übersteigen des nächsthöheren Gebots.
Der BGH hat dann noch ganz kurz darauf hingewiesen, dass es kein Fall der Sittenwidrigkeit, weil das die typische Auktionssituation ist, dass Produkte zu einem deutlich geringeren Preis veräußert werden, als sie wirklich wert sind. Das bringt uns auch zu unserem zweiten Fall. Dort ging es um einen Heizkörper, der bei eBay versteigert werden sollte, der einen Wert von 4.000 Euro hatte. Auch hier hatte der Verkäufer ein Mindestgebot von 1 Euro eingestellt und es gab einen Käufer, der sogar bis zu 500 Euro geboten hat. Praktisch waren das 112 Euro, weil das nächstniedrigere Gebot bei 111,50 Euro lag. Vor Ablauf der Gebotsfrist nahm der Verkäufer seinen Artikel zurück und nun wollte der Käufer zunächst vergeblich Übergabe und Übereignung, da der Verkäufer den Artikel anderweitig verkauft hatte und verklagte nun den Verkäufer auf Schadensersatz in Höhe von 3.888 Euro, das heißt 4.000 Euro minus 112 Euro, sowie 402 Euro außergerichtliche Anwaltskosten. Was ist nun das Problem dieses Falles gewesen? Wieso kam der zum BGH? Ganz einfach, weil die eBay-AGB eine Rücknahme nur zulassen, soweit ein gesetzlicher Grund vorliegt und diese Gründe zumindest beispielhaft umschreiben. Der Verkäufer hat hier zunächst gesagt, oh, der Heizkörper ist mir kaputt gegangen, ich hätte den Vertrag gar nicht erfüllen können. Sie wissen, nach dem BGB ist das kein relevanter Einwand, denn nach 311a Absatz 1 können Sie auch Verträge über eine unmögliche Leistung schließen. Was also nach der Abgabe Ihres Antrags passiert, ist grundsätzlich Ihr Risiko. Im Prozess tauschte der Verkäufer seine Argumentation aber auf einmal aus. Er sagte nämlich, ich habe meinen Antrag zurückgenommen, weil der Käufer missbräuchlich handelte. Denn, das ist unstreitig, der Käufer hatte über 370 Gebote zurückgenommen bei anderen Auktionen und damit sei er ein sogenannter Abbruchjäger, das heißt jemand, der nur versucht, bei Auktionen mitzubieten, die letztlich abgebrochen werden. Damit sei sein Angebot wohl nicht ernst gemeint und als solches ohnehin rechtlich irrelevant, denn der Verkäufer könne Angebote von solchen Personen nicht berücksichtigen. Das warf zwei Fragen auf. Die erste Frage war, ist ein Nachschieben von Gründen im Prozess bei der Rücknahme von eBay-Angeboten möglich? Und zweitens, ist die Eigenschaft des Bieters als Abbruchjäger ein Grund für die Rücknahme des Gebots? Wie hat der BGH die Fragen beantwortet? Nun, der BGH sagt, der Wortlaut der eBay-AGB, die Rücknahme erfolgt aus einem gesetzlichen Grund, impliziert, dass der Grund bei der Erklärung der Rücknahme bekannt sein muss. Dafür gibt es hier keine Hinweise, ganz im Gegenteil, der Grund wurde erst im Prozess nachgeschoben. Er muss zwar nicht explizit geäußert werden, aber er muss zumindest bekannt sein, weil ich kann nicht zurücknehmen aus einem Grund, den ich gar nicht kenne. Bei der zweiten Frage, ob die Abbruchjägereigenschaft ein wichtiger Grund ist, zog der BGH 119 Absatz 2 die verkehrswesentlichen Eigenschaften einer Person entsprechend heran. Und er meinte, naja, hier geht es nicht um persönliche Eigenschaften, weil es handelt sich bei eBay um ein Massengeschäft. Zudem gibt es keine langfristige Geschäftsbeziehung, sondern nur einen einmaligen Austausch. Auch die Kreditwürdigkeit sei kein Problem bei eBay, da der Austausch der Leistungen Zug um Zug erfüllt. Das heißt, der Verkäufer muss nicht vorleisten, sondern er bekommt sein Geld gleichzeitig mit der Übergabe und Übereignung. Zudem gibt es keine Hinweise, dass der Käufer den Vertrag nicht erfüllen will. Nur weil er mal Gebote zurückgenommen hat, hat das keine Auswirkungen auf die Behandlung zustande gekommener Verträge. Damit ist ein Rückschluss aus dem vorherigen Verhalten auf die jetzige Auktion unzulässig und berechtigt nicht zur Rücknahme. Nun ist dieser Missbrauch bei eBay natürlich heutzutage gang und gäbe. Und alle hatten sich von einer aktuellen Entscheidung des BGH vom August 2016 eine Lösung erwartet. Da ging es um ein Motorrad, was einen Wert von 4.900 Euro hatte und es gab ein Mindestgebot von 1 Euro.
Dummerweise standen im Beschreibungstext des Motorrads aber auch Informationen, die nicht stimmten. So wurde dort gesagt, das Motorrad hätte einen elektrischen Starter und ähnliches, die gar nicht vorhanden waren. Es tauchte nun eine GBR auf und diese GBR gab ein Höchstgebot von 1.234,57 Euro, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ab. Praktisch war das genau 1 Euro, weil niemand anderes ein Gebot abgegeben hatte. Der Verkäufer nahm den Artikel zurück und berichtigte sein Angebot und stellte es danach sofort wieder online. Das heißt, man hätte einfach nur dieses 1.234,57 Euro Gebot neu abgeben müssen, dann hätte man das Motorrad ersteigern können. Das geschah jedoch nicht. Stattdessen wurde 6 Monate gewartet und ein halbes Jahr später schrieb die GBR, anwaltlich vertreten, an V, dass sie doch nun bitte Übergabe und Übereignung des Motorrads Zug um Zug gegen Zahlung von 1 Euro verlange. Der Verkäufer verweigerte das, weil er das Motorrad inzwischen an jemand anderen übergeben und übereignet hatte und damit den Vertrag nicht erfüllen konnte. Daraufhin verlangte die GBR Schadensersatz, und zwar auch wieder durch einen Anwalt. Bevor das Ganze vor Gericht kam, trat aber die GBR den Anspruch an S ab. Trotzdem erhob dann nicht etwa S, sondern die GBR Klage gegen V. Wie hat der BGH nun diesen Fall gelöst? Nun, er ist gar nicht zur praktisch relevanten Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit gekommen, sondern hat die Klage bereits als unzulässig abgewiesen. Er meint nämlich, hier habe die GBR keine Prozessführungsbefugnis für den Warenforderungsinhaber S. Denn schon vor Erhebung der Klage hat die GBR bekanntlich den Anspruch an S abgetreten und damit hätte eigentlich S klagen müssen. In der ZPO darf man grundsätzlich nur eigene Rechte in eigenem Namen geltend machen. Eine Ausnahme gilt bei sogenannter gewillkürter Prozessstandschaft, das heißt, wenn jemand anderes ermächtigt wird, meine Rechte geltend zu machen. Das setzt aber im Zivilprozess voraus, dass derjenige, der klagt, ein eigenes schutzwürdiges Interesse hat. Dies ist hier aber nicht der Fall, denn es besteht weder die Gefahr, dass der Zedent vom Zessionar in Anspruch genommen wird, noch hat der Zedent ein verbleibendes eigenes Interesse. Grundsätzlich, wenn man eine Forderung verkauft, riskiert man, dass der Käufer, wenn er sie nicht durchsetzen kann, Gewährleistungsrechte geltend macht. Das ist hier aber völlig außer Betracht zu lassen, denn die Forderung wurde verschenkt. In einer Schenkung gibt es aber gerade keine Gewährleistung, sodass kein Risiko einer Inanspruchnahme der GBR durch S bestand. Auch sonst hat die GBR mit der Forderung nichts mehr zu tun, denn die Abtretung kann sie nicht mehr rückgängig machen. Allein die Aussage der GBR, dass sie gerne bereit wäre, die Partei auszutauschen, sodass statt der GBR S klagt, genügt prozessual auch nicht. Es muss derjenige klagen, dem der Anspruch zusteht. Damit hat der BGH dummerweise die entscheidende Frage nicht beantworten können und wir werden wohl im Unklaren bleiben. Ganz kurz will ich noch auf 2 andere Entscheidungen des BGH zu eBay eingehen, die etwas älter sind. Das eine ist das Handeln unter fremdem Namen und das andere ist die Frage der Beschaffenheitsvereinbarung. Zum Handeln unter fremdem Namen sollten Sie sich merken, dass der BGH dies auch bei Verwendung fremder Benutzerkonten annimmt. Und zwar soll, wenn Sie anderen Ihre Kontodaten, das heißt Benutzername und Kennwort, zugänglich machen, eine Duldungsvollmacht in Betracht kommen, soweit Sie dies immer wieder erlauben. Ansonsten kommt eine Anscheinsvollmacht in Betracht, soweit Sie die Benutzerdaten offen herumliegen gelassen haben und bereits Geschäfte für Sie abgeschlossen worden sind, Sie aber nichts dagegen unternommen haben, zum Beispiel Ihr Kennwort geändert haben. Ganz anders ist in der deliktlichen Haftung, da wird eine Zurechnung grundsätzlich nicht angenommen. Zum Thema Beschaffenheitsvereinbarung müssen Sie sich merken, dass die eBay AGB ausdrücklich Plagiate verbieten und
Die Vereinbarung in den eBay AGB gilt, wie wir gelernt haben, nach 133, 157 als Maßstab für die Auslegung der Erklärungen. Damit ist auch vereinbart, dass Artikel, die dort verkauft sind, echt sind und keine Fälschungen, selbst wenn der Preis besonders günstig ist. Die zweite Sache, die Sie sich merken müssen, ist, die Beschreibung, die dort als Text angegeben ist, gilt grundsätzlich als Beschaffenheitsvereinbarung, denn der Käufer nimmt diese Erklärungen an. Alternativ können jetzt natürlich auch über 434 Absatz 1 Satz 3 eine Angabe des Verkäufers lösen. Dann wären Sie bei 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 der üblichen Beschaffenheit. Das ist allerdings in der Klausur subsidiär, sodass der andere Weg doch eleganter scheint. Kommen wir zu etwas ganz anderem, nämlich zu einer EuGH-Vorlage, die etwas kurios klingt. Es gab hier einen M, der einen Werkunternehmer U beauftragte, den Swimmingpool im Garten zu sanieren. Nachdem der Swimmingpool einigermaßen saniert war, trat der M alle Ansprüche an seine Frau F ab. Das heißt, falls es Gewährleistung geben sollte, trat er diese Ansprüche an F ab, sodass es die Ansprüche der Frau sein sollten. Weil die Sanierung nicht ganz optimal war, setzte der M dem U danach noch eine Frist zur Beseitigung des Mangels. Der U beseitigt den Mangel nicht, sodass nun die F den U auf Schadensersatz aus 280 1, 3, 281, 634 Nummer 4, 3, 98 BGB in Anspruch nahm. Warum ist das Ganze nun dem EuGH unter dem Aktenzeichen C247 aus 16 vorgelegt worden? Denn immerhin geht es hier um einen Werkvertrag und das Werkvertragsrecht ist anders als das Verbrauchsgüterkaufsrecht nicht harmonisiert. Selbst wenn es ein Kaufvertrag wäre um einen Swimmingpool, würde es um eine unbewegliche Sache gehen und damit auch nicht in der Verbrauchsgüterkaufsrichtlinie liegen. Und selbst wenn es eine bewegliche Sache wäre, hätten wir noch das Problem, dass die Richtlinie Schadensansprüche gar nicht regelt. Das Landgericht meinte im konkreten Fall, dass die Regelung des 281 und des 323 eine überschießende Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufsrichtlinie im allgemeinen Schuldrecht sei. Und da diese einheitlich angewandt werden sollen, sei der EuGH auch zuständig für die Auslegung der Frist, soweit sie im Werkvertragsrecht Anwendung findet. Das Problem des Landgerichts mit der Richtlinie ist nun, dass die Richtlinie nirgendwo sagt, wer die Frist setzen muss. Sie sagt, der Verbraucher muss verlangen, dass eine Nachbesserung erfolgt. Von einer Fristsetzung steht dort aber nichts. Demgegenüber verlangt die deutsche Rechtsprechung regelmäßig, dass der Gläubiger eine Frist setzt und innerhalb dieser Frist geleistet werden muss. Hier hat nicht der Gläubiger die Frist gesetzt, nämlich F, sondern der M, der auch keine Vertretung oder ähnliches behauptet hat, der im eigenen Namen gehandelt hat. Damit läge keine Fristsetzung vor und damit lägen die Voraussetzungen des 281 nicht vor. Das Landgericht meint nun, darauf könnte es nicht ankommen, es müsste nur eine Aufforderung zur Leistung vorliegen, die Fristsetzung sei dabei völlig egal. Wie der EuGH entscheiden wird, werden wir in einigen Jahren sehen. Bis dahin können Sie sich merken, solche Fragen kann man sich stellen, dadurch, dass der Gesetzgeber Teile der Verbrauchsgüterkaufsrichtlinie nicht im Kaufrecht, sondern im allgemeinen Schuldrecht umgesetzt hat. Kommen wir zu einem Thema wieder aus dem allgemeinen Schuldrecht, nämlich zum Umfang des Schadensersatzes. Im konkreten Fall, den der BGH 2015 entschieden hatte, hatte jemand einen Autounfall. Und der Geschädigte möchte jetzt vom Schädiger Schadensersatz aus 823, 7 StVG und 18 StVG. Und dabei kann er wählen grundsätzlich zwischen dem Ersatzkauf, der in dem Fall 1.000 € kosten würde,
oder der Reparatur des Autos, die 2000 Euro kosten würde. Der Restwert seines Autos würde bei 500 Euro liegen. Das heißt, er könnte für 500 Euro ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug kriegen oder für 2000 Euro sein Auto reparieren lassen. Nun gelingt es aber unserem Geschädigten, ein Angebot zu kriegen, wo die Reparatur nur 1300 Euro kostet. Wie erreicht er das? Nun, indem die Werkstatt billigere Teile nimmt und bestimmte Reparaturen, die nur Schönheitsreparaturen wären, nicht vornimmt. Er möchte nun diese 1300 Euro statt der 500 Euro für den Ersatzkauf. Der BGH musste also entscheiden, kriegt er 500 Euro oder kriegt er 1000 Euro. Um das Problem zu verstehen, muss man sich zunächst 249 BGB ansehen. Dieser sagt in Absatz 1, dass der Zustand wiederherzustellen ist, der ohne das schädigende Ereignis bestanden hätte. Die Rechtsprechung sagt, das kann erfolgen durch Ersatzbeschaffung oder durch Reparatur und es ist davon grundsätzlich der billigere Weg zu wählen. Nach 249.2 kriegen Sie den Aufwand, der für diese Naturalrestitution erforderlich ist. Wichtig, das gilt natürlich nur bei Sachbeschädigungen oder bei Körperverletzungen, wie schon der Wortlaut zeigt. Nun sagt der BGH allerdings, dass eine Ersatzbeschaffung weniger wert ist als eine Reparatur. Der Grund dafür ist, dass Sie sich auf Ihr eigenes Fahrzeug haben einstellen können. Sie wissen möglicherweise, dass es etwas nach Zigarette riecht oder dass die Lenkung etwas schwergängig ist oder die Kupplung etwas fester getreten werden muss. Bei einem Ersatzfahrzeug kennen Sie solche nicht offensichtlichen Mängel nicht und müssen sich erst an das fremde Fahrzeug gewöhnen. Das ist Ihnen als Opfer nicht zuzumuten, sodass Sie grundsätzlich auch eine teurere Reparatur wählen dürfen. Die Schmerzgrenze hat der BGH dabei bei 130% der Ersatzbeschaffungskosten gezogen. Der BGH differenziert insoweit. Sie müssen dabei drei Zahlen haben. Die erste Zahl ist die Kosten der Reparatur. Die zweite Zahl ist der Aufwand der Ersatzbeschaffung. Und der dritte Kostenfaktor ist der Restwert des Pkw, der bei Ersatzbeschaffung durch Verkauf realisiert werden kann. Wenn Sie diese drei Werte haben, wird wie folgt differenziert. Erste Fallgruppe ist, Kosten der Reparatur sind geringer als Ersatzbeschaffung abzüglich Restwert. Zweitens, die Reparaturkosten sind zwar höher als die Ersatzbeschaffung abzüglich Restwerts, aber sie sind günstiger als die Ersatzbeschaffung. Dann gibt es die Variante, dass die Reparatur zwar höher ist als die Ersatzbeschaffung, sich aber in einem Rahmen von 30% darüber bewegt. Und schließlich gibt es den Fall, dass die Reparatur über den Kosten der Ersatzbeschaffung plus 30% liegt. Im erstgenannten Fall, die Reparatur ist das allerbilligste, darf der Geschädigte frei wählen, ob er wirklich Ersatzbeschaffung oder Reparatur will. Und zwar unabhängig davon, ob er wirklich reparieren lässt, darf er auch die fiktiven Kosten geltend machen. Liegt die Reparatur zwischen der Ersatzbeschaffung und der Ersatzbeschaffung abzüglich des Restwerts, wird verlangt, dass das Fahrzeug 6 Monate nach dem Unfall weiter benutzt wird. Dann darf auch repariert werden und dafür voller Kostenersatz verlangt werden, denn dann ist hier der immaterielle Wert realisiert worden. Wenn die Reparatur fachgerecht und vollständig tatsächlich durchgeführt wird, also tatsächlich die Kosten entstanden sind, können die ebenfalls Ersatz verlangen. Wird dagegen eine fiktive Berechnung verlangt und das Auto innerhalb der 6 Monate verkauft, kann nur der Wert der Ersatzbeschaffung abzüglich des Restwerts verlangt werden, denn hier wäre sonst eine Besserstellung des Geschädigten zu beobachten. Liegt der Reparaturaufwand zwischen den Kosten der Ersatzbeschaffung und den Kosten der Ersatzbeschaffung plus 30%, wird verlangt, dass die Reparatur tatsächlich ausgeführt wird und das Fahrzeug 6 Monate nach dem Unfall weitergenutzt wird.
Ansonsten gibt es ebenfalls nur Kostenersatz abzüglich Restwert. Und schließlich gibt es die Variante, dass die Reparatur teurer war, dann ist es selbstverständlich, dass nur die Ersatzbeschaffung abzüglich des Restwerts ersetzt wird. Was ist nun das Problem im konkreten Fall? Im konkreten Fall war es ursprünglich so, dass der Sachverständige gesagt hat, dass die Reparatur deutlich teurer als die Ersatzbeschaffung ist, weit über der 30%-Grenze und damit das nicht mehr erforderlich gewesen wäre, zu reparieren. Wenn der Sachverständige sich verschätzt hätte, wäre trotzdem der Aufwand des Sachverständigen maßgeblich gewesen, die Reparaturaufwendungen wären nicht ersetzt worden, auch wenn sie sich tatsächlich als billiger herausstellten. Hier hat aber unser Geschädigter ohnehin den Preis heruntergedrückt. Fraglich ist, ob man das berücksichtigen kann. Der BGH sagt, nein, ich kann immer nur den gesamten Betrag, den der Sachverständige geschätzt hat, verlangen. Ich kann nicht sozusagen einzelne Reparaturleistungen vornehmen und auf andere verzichten und so die 130% erreichen. Kommen wir zu einem Thema, was in Klausuren sehr beliebt ist, nämlich der Behandlung von Gefälligkeitsverhältnissen. Auch hierzu hatte der BGH eine Entscheidung im Jahr 2015. E ist Spieler im FEV, einem Fußballverein, und soll an einem Auswärtsspiel teilnehmen. Der Opa O des E erklärt sich bereit, ihn mit seinem PKW dorthin zu fahren. Dummerweise gibt es auf dem Weg einen Unfall, und das Auto wird schwer beschädigt. Nun möchte O gerne vom Fußballverein Schadensersatz für sein beschädigtes Auto. In Betracht kommt zunächst ein vertraglicher Anspruch aus Auftrag. Das setzt voraus, 662, 670 BGB, dass wir hier zwei übereinstimmende Willenserklärungen haben, Antrag und Annahme. Das Problem dabei ist, dass natürlich die Parteien dabei Rechtsbindungswillen haben müssen und das ist maßgeblich aus Sicht eines objektiven Dritten nach 133, 157 BGB zu bestimmen. Hier ist zunächst zu fragen, geht es um wesentliche Interessen wirtschaftlicher Art? Tatsächlich geht es um eine Freizeitbetätigung, ein Fußballspiel. Wir reden hier nicht von einem Spiel, für das ein Berufsfußballspieler eingestellt ist, sondern der E ist reiner Hobbyspieler. Damit ist dieses Kriterium nicht gegeben. Zweitens, das Vertrauen darauf, dass der andere hier die Leistung erbringt. Der Verein vertraut zwar darauf, dass der Opa den Enkel dahin bringt, aber das Vertrauen ist nicht so stark, dass der Verein nun darauf nicht verzichten könnte, denn es gibt auch mehr Spieler. Das heißt, wenn einer nicht kommen sollte, wäre das zwar schade, aber es ist keine elementare Frage. Hat der Leistende ein eigenes Interesse? Also unser O, naja, er möchte vielleicht, dass sein Enkel spielt, aber dieses Interesse ist kein wirtschaftliches und daher im Rechtsgeschäftsverkehr nur bedingt zu berücksichtigen. Ganz im Gegenteil dürfte es hier um eine Konstellation gehen, die eher dem Alltag bzw. dem gesellschaftlichen Leben zuzuordnen ist und damit eine typische Gefälligkeit ist, sodass kein Rechtsbindungswillen von O und dem FEV vorlag und damit kein Auftrag bestand. Damit ist unser Fall aber noch nicht ganz gelöst, denn wie wir alle wissen, gibt es ja einen Verweis auf den 670 im Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag. Es könnte also ein Fall von 683 Satz 1 BGB vorliegen. Das setzt wiederum voraus, dass die Voraussetzungen von 677 vorliegen. Objektiv ist es ein fremdes Geschäft, den Enkel zum Fußball zu fahren. Das ist kein Geschäft des Opas. Opas müssen sowas nicht. Allerdings gibt es auch hier schon eine Ansicht, die das ablehnt, weil sie sagt, naja, Gefälligkeiten fallen ja gar nicht unter das Geschäft, der Geschäftsbegriff ist eng auszulegen. Die herrschende Meinung nimmt dagegen einen weiten Begriff an und sagt, Geschäfte sind alle Tätigkeiten rechtlicher oder tatsächlicher Art und lehnt diese Einschränkung ab. Die zweite Voraussetzung ist, dass ein Fremdgeschäftsführungswille vorliegt. Der Fremdgeschäftsführungswille wird bekanntlich vermutet
Und für unseren Fall ist es klar, dass der Opa kein eigenes Geschäft führen will, sondern ein Geschäft des Enkels. Auch hier gibt es wieder eine Gegenansicht, die sagt, nein, das ist ja hier Unsinn. Der Opa will kein Geschäft führen, sondern er will einfach nur eine Gefälligkeit erbringen. Das heißt, selbst wenn wir objektiv ein Geschäft hätten, würde zumindest der Wille, ein Geschäft zu führen, fehlen. Auch das wird von der herrschenden Meinung aber abgelehnt, mit dem Hinweis darauf, dass der Gesetzgeber ja gerade das wohltätige, das gemeinnützige Handeln begünstigen wollte und das nicht auf rechtsgeschäftliche Verhaltensweisen begrenzen wollte. Dann muss das Ganze objektiv dem Interesse und subjektiv dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Willen des Vereins entsprochen haben. Das wird man wohl auch bejahen können. Der Verein will schon, dass der Enkel da ist. Auch wenn er andere Spieler hat, ist es ja gerade Sinn eines Vereins, dass eine Mannschaft das Fußballspiel leistet und möglichst auch die guten Spieler auf dem Platz sind. Damit wären wir dann auch bei der Rechtsfolge. Und hier setzt nun die herrschende Meinung an, die sagt, möglicherweise wurde konkludent auf Ansprüche auf Aufwendungsersatz verzichtet. Dass das der Fall sein soll, sieht man schon daran, dass der Opa wohl kein Benzingeld kriegen soll dafür, dass er seinen Enkel transportiert. Dann scheint es komisch, wenn er bei einem Unfall auf einmal besser stehen soll. Das wird teilweise kritisiert, weil gesagt wird, na ja, wenn der Opa nun den Enkel verletzt oder der Enkel deshalb nicht spielen kann, wird der Verein möglicherweise Gegenansprüche geltend machen, die nicht konkludent ausgeschlossen sind. Das ist aber eine Frage der Auslegung der Erklärung im Einzelfall. Hier im konkreten Fall wird man wohl von einem Ausschluss beiderseitiger Haftungsansprüche ausgehen müssen und damit wird hier die GOA durch den konkludenten Vertrag im Hinblick auf den Haftungsausschluss abgelehnt. Kommen wir nun zum Thema Rücksichtnahmepflichten. Rücksichtnahmepflichten 241.2 sind in Klausuren sehr beliebt und der BGH hat dazu erst im Juni diesen Jahres eine Entscheidung getroffen. Es gab einen Juwelier J und einen Kunden K. Der Kunde K hatte Schmuck bei Juwelier J zur Begutachtung abgegeben. Es sollte später möglicherweise dieser Schmuck veräußert werden oder verarbeitet. Solange lag der Schmuck im Safe des J und es kam, wie es kommen musste, der Laden des J wurde überfallen und der Schmuck des K wurde entwendet. Nun hat der J einen Schaden von 2.930 Euro und er hat keine Versicherung abgeschlossen. Dadurch bleibt der K auf seinen verlorenen Juwelen sitzen und möchte jetzt gerne von J Ersatz haben. J verteidigt sich, indem er sagt, ich habe alle verkehrsüblichen Sicherungsmaßnahmen getroffen und die Juwelen sind trotzdem gestohlen worden. Der BGH prüfte einen Anspruch aus 281, 241.2, 311, 2 Nummer 2, denn die Edelsteine befanden sich ja in der Obhut des Juweliers. Ein Schuldverhältnis besteht, denn hier gab es eine Anbahnung eines Vertrages, nämlich des späteren Werkvertrages bzw. des späteren Versteigerungsvertrages. Es müsste auch eine Pflichtverletzung gegeben haben. Grundsätzlich gibt es keine Pflicht, Juwelen, die man aufbewahrt, als Juwelier zu versichern. Allerdings könnte der Juwelier gegen die Pflicht zur Aufklärung über die fehlende Versicherung verstoßen haben. Grundsätzlich gibt es eine solche Pflicht nicht. Etwas anderes gilt dann, wenn eine solche Versicherung nach Treu und Glauben offensichtlich für den Kunden K von tragender Bedeutung war und daher redlicherweise eine Mitteilung zu erwarten war. Das ist ein Maßstab, den kennen Sie auch bei 123 bei Aufklärungspflichten. Aufklärungspflichten setzen voraus, dass man erkennt, dass die Umstände individuell relevant ist und zusätzlich noch redlicherweise zur Mitteilung verpflichtet ist. Hier im konkreten Fall drohte ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden. Allerdings 2.930 Euro sind bei Schmuck kein relevanter Schaden. Das sind eher Kleinigkeiten. Es gibt durchaus teurere Sachen, die Kronjuwelen und ähnliches. Deshalb, allein aufgrund des Umstandes, dass der Schmuck viel wert ist, gab es keine Aufklärungspflicht.
Allerdings sagt der BGH, ist das nicht die einzige Gestaltung, wo es eine Aufklärungspflicht geben kann, sondern die kann auch dadurch bestehen, dass es eine Branchenüblichkeit gibt. Wenn alle Juweliere ihre Juwelen versichern, muss man darüber informieren, dass man selber eine Ausnahme ist. Voraussetzung dafür ist, dass es eine Gruppe von Unternehmen mit ähnlichen Leistungen gibt, das heißt hier Juweliere, dass es einen entsprechenden Brauch gibt. Der Brauch kann ein Handelsbrauch im Sinne von 346 HGB sein, er kann aber auch bei sonstigen Unternehmern eine Gepflogenheit sein oder etwas anderes. Dieser Brauch muss eine gewisse Kontinuität haben. Er darf also nicht nur spontan entstanden sein oder nur zu einer bestimmten Zeit, sondern er muss eine gewisse Stetigkeit entwickelt haben. Dann gibt es diese Gepflogenheit und jede Abweichung davon verpflichtet zur Aufklärung. Kommen wir zum letzten Thema, auch ein Klassiker im allgemeinen Teil, aber auch bei den gesetzlichen Schuldverhältnissen, nämlich Schwarzarbeit. Es gibt hier einen Fall des BGH vom vergangenen Jahr, wo jemand einen Werkbesteller und einen Werkunternehmer hatte und der Werkbesteller beauftragte den Unternehmer mit dem Einbau von Fenstern und dem Ausbau eines Dachgeschosses. Hierfür wurden auch Angebote vorgelegt, nämlich für 2.120 Euro plus Steuern sowie von 10.531,90 Euro plus Steuern. Geeinigt hat man sich aber für ein Gesamtpaket für 10.000 Euro in bar und die Rechnung wies dann auch einen Festpreis für 10.000 Euro aus. Angaben für den Steuern gab es nicht. Der Dachausbau war mangelhaft und nun wollte unser Besteller von unserem Unternehmer entsprechend Schadensersatz aus 634 Nummer 4 280 1. Wie hat nun der BGH diesen Fall gelöst? Er hat zunächst vertragliche Ansprüche geprüft, dort aber festgestellt, dass der entsprechende Vertrag nach 134 BGB in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Nummer 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz nichtig ist. Eine Ausnahme nach 242 wegen Rechtsmissbrauchs durch den Unternehmer sieht der BGH nicht. Die Nichtigkeit könne nur Wirkung entfalten, wenn sie absolut gegenüber beiden Parteien wirkt. Ein Anspruch aus GOA prüft der BGH nicht, aber auch hier würde gelten, dass der Vertrag ja gerade keine Wirksamkeit erlangen soll und das ist nur möglich, wenn er auch wirklich absolut gegenüber jedermann unwirksam ist. Ein Anspruch aus Bereicherungsrecht kam ebenfalls in Betracht, weil ja der Werkunternehmer Geld bekommen hat, während der Werkbesteller gar nichts bekommen hat, beziehungsweise eine mangelhafte Leistung. Grundsätzlich kann man das so prüfen. Allerdings, sagt der BGH, ist der Anspruch ausgeschlossen nach 817 Satz 2 BGB, denn dem Leistenden war hier bekannt, dass er auf einen sittenwidrigen Vertrag leistet. Eine teleologische Reduktion, wie er sie früher mal aus Schutz des Arbeitnehmers vertreten hat, kommt nicht in Betracht.